jetzt loslegen. Gut. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zu so früher Stunde. Wir beginnen heute mit einem Vortrag über ein Thema, was mich selber mal interessierte, was ich einfach mir mal recherchiert habe, weil im Linux-Bereich neue Arten der Systemadministration hochkamen. Und deswegen auch so ein bisschen der Titel mit der Pflege von Toxen, weil das ist so ein bisschen anderes Einsatzgebiet. Und das möchte ich heute einmal in dem Vortrag so ein bisschen vorstellen, was ich da kennengelernt habe und was für eine Technologie ich dort ausprobiert habe. Und wie die zum Einsatz kommt, wie sich das Ganze also anfühlt und wie man so einen Betrieb von IT-Geräten im Edge-Bereich organisieren kann und was man da berücksichtigen soll. Wir gucken einmal, was ist das überhaupt? Bei dem Edge müsste jetzt eigentlich jemand hier Bingo schreien. Das ist ja auch wieder so ein Marketing-Buzzword irgendwie, wo jeder unterschiedliche Vorstellungen von hat. Deswegen umreiße ich das einmal so ein bisschen, was ich darunter verstehe. Dann gucken wir uns einmal den Bereich an, was ich selber ausprobiert habe mit einzelnen Geräten. Und dann gibt es noch so ein bisschen Ausblick, was passiert wirklich, wenn man eine große Anzahl an solchen Geräten verwalten soll. Was gibt es da noch für Erweiterungen und was gibt es da für Technologien? Bevor ich starte, kurz einmal ein Abriss zu mir. Ich bin Frank Agerholm von der Netius AG. Ich sitze dort in unserer neuen Abteilung Cloud und DevOps. Unsere Aufgaben sind da mit Architektur und Aufbau von Cloud-Umgebungen, vor allen Dingen mit der Automatisierung für die schnelle Bereitstellung, dass wir dort also tätig sind, die ganzen Sachen durchzuautomatisieren. Klassisch komme ich aus dem IT-Operations-Betrieb raus. Ich habe also viele Jahre Red Hat Enterprise Linux betreut, habe in der letzten Zeit viel mit Ansible-Automatisierung gemacht, habe mich mit Container-Technologien beschäftigt und so weiter und bin ansonsten auch in der Linux-Community mit unterwegs. Bin da also auch auf der Schiene mit aktiv. Schauen wir einmal rein, was ist das Edge überhaupt? Wenn man mal guckt, was so Anwendungsfälle dafür sein können, da sind viele Sachen mit bei, die einem gar nicht so auffallen. Diese Umschreibung, Edge ist alles das, was nicht in meinem Datacenter steht, fand ich da gar nicht so verkehrt. Das ist eigentlich recht treffend. Zu sowas kann man Systeme mitzählen wie Bedienkonsolen. Wenn ich irgendwie so Haussteuerung habe, wo ich halt Rollos rauf, runter, Temperatur regeln und so weiter machen kann. Das sind aber auch diese Point-of-Sale-Systeme, also Kassen oder Verkaufsterminals, all solche Sachen. Das sind aber auch Systeme im Bereich Verkehr. Wenn man so denkt an den Bushaltestellen, hier stehen ziemlich viel schon die elektronischen Anzeigetafeln rum. Der nächste Bus kommt in 3 Minuten und hat lediglich 5 Minuten Verspätung. So solche Systeme sind das. Das sind aber, wer jetzt heute zum Beispiel über die Autobahn hierher gefahren ist, auch solche Systeme, die weiter draußen stehen. An der Radarhochbrücke kennen wir ja diese Geschwindigkeitsregelung. Die sagen immer, wegen Wind reduzieren wir das hier auf 60 km/h und man fragt sich, wo haben sie den Wind gefunden? Da sind halt auch solche abgesetzten Systeme, die die Messungen mit durchführen und die die Verkehrsanzeigen steuern. Auch das kann man in den Edge-Bereich eigentlich mit reinsehen. Energieversorgung hat sich da auch stark gewandelt. Dadurch, dass wir nicht mehr so große Kraftwerke haben, wo man locker mal ein eigenes Rechenzentrum mit hinstellen kann, sondern wir da von vielen kleinen Windenergieanlagen reden oder kleine Kraftwerke und so weiter, sind das auch Einsatzgebiete, wo heutzutage IT-Technik verwendet wird, um die Sachen zu steuern, zu überwachen, zu monitoren. Und natürlich der gesamte Bereich Entertainment und Infosysteme. Wir haben jetzt hier noch überall Plakate an der Wand geklebt mit dem Vortragsprogramm und so weiter. Mal gucken, ein paar Jahre weiter ist das vielleicht auch alles elektronisch und da hängen dann nur noch kleine flache Displays an der Wand für die Anzeige. Oder wenn wir an sowas denken, in den Fernverkehrszügen zum Beispiel die Entertainment-Systeme, wo Videostreaming oder Ähnliches passiert. All das sind solche abgesetzten IT-Komponenten. Edge kann aber auch das sein, was man da in dem Bild sieht, wo ich wirklich einen Schaltschrank habe, diese grauen Kästen, die da irgendwo im Keller an der Wand hängen. Und da ist dann nicht nur klassische alte Schalttechnik drin, die man irgendwie klackern hört, wenn sie was macht, sondern da ist heute halt auch schon ganz normale Internettechnik drin. Die sind ans Netz angebunden und ich kann über die Entfernung steuern, ob mein Gerät ein- oder ausgeschaltet werden soll. Da fällt einem bestimmt noch wesentlich mehr ein, was es da an Systemen gibt und da merkt man schon, das hat eine immer weitere Verbreitung. Und überall da in solchen Systemen hat man ja dieselben Probleme wie wir bei großen Systemen auch. Also wie stelle ich die Sicherheit dar? Ich habe da Bugs drin, ich muss Software-Updates einspielen und so weiter. Das sind keine klassischen Geräte, wie ich das irgendwie beim Schalter in der Wand habe. Den baue ich ein, der funktioniert 20 Jahre, wenn es ein alter Schalter ist.
Und dann hat sich das erledigt, sondern solche Komponenten, die muss ich regelmäßig betreuen, die muss ich warten, damit da nichts passiert, was ich nicht haben möchte. Ja, denn zum Wachwerden einmal so ein bisschen die Frage an euch, was fallen euch für Besonderheiten ein bei solchen Systemen? Kennt ihr da schon was, wo ihr IT-technisch drauf achten müsst, wenn man solche Systeme in Betrieb nimmt? Ja, wie kommt die Software drauf, wenn sie ja irgendwie verteilt sind irgendwo? Hast du ja gesagt, irgendwie ein Gerät an der Brücke und also wie kommt da die Software dann drauf? Muss ja irgendwie Also vorinstalliert werden. die initiale Installation quasi. Genau. Ja, ich merke schon, die Kaffeetheke war noch nicht lange auf. Okay, schauen wir mal weiter. Ich habe ein so ein Beispiel mitgebracht, was so eine Besonderheit ist oder was mir eigentlich selber persönlich klar gemacht hat, was ich mit Edge-Systemen verbinde. Das da sind 100 Meter senkrechte Leiter. Die trennten mich von einem Schaltschrank, wo wir ran mussten für IT-Arbeiten. Wenn da etwas schief geht, dann scheiden schon mal einen Großteil der üblichen Mitarbeiter in der IT aus, weil die so etwas mit 100 Meter senkrechte Leiter gar nicht ohne Vorbereitung hinkriegen. Auch andere Aspekte sind dabei. Ich war bei dieser Aktion mit dabei. Das war von meiner Seite aus eine Freizeitmaßnahme. Ich habe ein bisschen Sightseeing gemacht, habe mal ein bisschen auf die Nordsee raufgeschaut. Aber ich war mit einem Kollegen mit, der das bei mir angefragt hatte, weil er tatsächlich für eine Fehlerbehebung da hoch musste. Er ist der einzige ITler in dem Unternehmen und er brauchte eine zweite Person, die da als Sicherung mitkommt. Solche Anlagen darf man nicht alleine besteigen. Das heißt auch, in diesem Fall war das tatsächlich, es hatte jemand ein Netzwerkkabel falsch angesteckt. Für dieses Klick-Klack mussten da halt zwei Leute hoch. Das muss geplant werden. In dem Fall, die Anlage musste abgeschaltet werden. Sie muss also beim Energieversorger abgemeldet werden. Da sind Genehmigungsprozesse mit drin, da sind Anfahrtthematiken mit drin. Das heißt, diese bisherige Variante, ich gehe mal 2 Etagen in den Keller und resette meinen Server, funktioniert da halt einfach nicht. Da muss ich, wenn mir so ein Fehler passiert, mit erheblich mehr Aufwand rechnen, wenn da etwas gemacht wird. Und sowas ist aber nicht das einzige Thema, sondern es sind bei diesen Einsatzgebieten ja auch ganz andere Sachen mit bei. Schwer zugänglich haben wir gerade gesehen. Wir haben das aber auch zum Teil mit schlechter Netzwerkanbindung. Wenn man in Schleswig-Holstein guckt, die Bereiche, wo Sag mal wieder was? Funktioniert das jetzt wieder? Hast du einen Ton drauf? Nee, Bevor du, sonst gib mir das Ding, das der kommt funktioniert. gerade über das hier. Nimm mal Dann kurz. schalte den einmal weg, dass das nicht so pfeift. Ja. Dann gehen wir einmal auf klassische Technik. Kriege ich bestimmt auch hin. So besser? Ein wenig. Ein wenig, gut. Okay. Dann haben wir jetzt auch für online wieder anständig Ton. Gut. Genau. Ja, Netzwerkanbindung. Also, wir haben solche Standorte durchaus auch ohne feste Netzwerkanbindung, wo wir sowas wie das Telefonnetz machen müssen. Da reden wir von LTE. Das heißt, wenn das zum Beispiel auf einer Insel draußen ist oder wenn das irgendwie weit abgesetzt auf dem Land ist, heißt das, ich habe mal schlechtes Wetter und ein Nebelfeld und ich erreiche die Anlage nicht. Das Handynetz funktioniert dann einfach nicht mehr. Das sind Sachen, die wir mit Funk ganz einfach haben, die mit normaler Kabeltechnik nicht funktionieren. Muss man sich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen, weil man normalerweise halt im Rechenzentrum seine Gigabit- und Mehranbindung hat, die da stabil funktioniert. Oder genauso die Umgebungsbedingungen, die Temperaturen, das kann ganz schön schwanken, je nachdem, wo man gerade ist. Haben wir da durchaus auch in Deutschland mal gravierende Minusgrade, bis hin in den Räumen oder in den Anlagen vielleicht auch bis 40, 45 Grad hoch. Das kann durchaus passieren. Das verlässt also zum Teil schon die Bereiche, die man mit normaler Technik darf. Oder wenn wir an Komponenten denken, die zum Beispiel neben dem Schienennetz irgendwo stehen, da haben wir auch ein Erschütterungsthema. Da muss man also überlegen, ob man da wirklich noch die alten Festplatten mit rotierendem Rost einsetzt, die halt entsprechend empfindlich auf Erschütterungen reagieren. Wir haben die Geräte, die sind meistens kleiner. Das heißt, wir haben da keine Systeme mit irgendwie insgesamt 16 Cores und einem halben Terabyte RAM oder solche Scherze, sondern das ist alles kleiner ausgelegt. Da müssen wir darauf Rücksicht nehmen, wenn wir die Systeme designen. Und was wir hatten, eine große Anzahl an Systeme, hat auch nochmal separate Herausforderungen, weil ich halt nicht so skalieren kann, wie ich das aus dem Datacenter gewöhnt bin. Weil man vorher gesagt hat, ein Admin 150 bis 200 Server, dann muss ich da wesentlich größere Stückzahlen erreichen, weil ich so viele Admins gar nicht mehr am Markt kriegen kann hier in Deutschland.
Und zumindest, wenn man im Industriebereich unterwegs ist, sind da auch ganz andere Laufzeiten unterwegs. Die sind das gewöhnt, so eine Anlage für mindestens 10 Jahre zu verkaufen. Dann wird die spezifiziert, muss da verbaut werden und dann darf man 10 Jahre lang theoretisch nichts dran ändern. Auch das ist etwas, woran man sich gewöhnen muss. Da sind einige Linux-Distributionen schon mit aus dem Spiel raus. Das heißt, na, wie haben wir das hingekriegt? Mikro funktioniert, aber mein Beamer nicht mehr? Doch. So. Das heißt, wir müssen damit so ein paar Auswirkungen auf unsere Arbeit auch rechnen. Bei Fehlern sind solche Sachen schwer zu erreichen. Das ist halt ganz einfacher Zeitaufwand. Und sobald wir von Zeitaufwand reden, ist da auch immer das Geld mit im Spiel. Bei dem Beispiel so einer Windkraftanlage habe ich halt auch wirtschaftliche Verluste für jeden Tag, wo das Ding nicht läuft. Und auch hier habe ich mal ein Beispiel für die Fehleranfälligkeiten mitgenommen. Das ist auch so ein Ding, wenn ich als Admin das gewohnt bin, meine Handvoll Server immer manuell zu bepuscheln und die schön sorgsam zu pflegen, dann habe ich da nicht so das Problem. Aber wir haben 2016 mal so eine Aktion gehabt, wo halt fast 1 Million Router der Telekom mal kurz weg waren von den Home-Routern, was sich nachher zu zwei Problemen rauskristallisierte. Das eine, die waren so unvorsichtig und haben die Ports für die Administration im Netz freigelassen. Das sollte man nicht tun. Und das zweite war, diese Geräte haben halt einfach empfindlich reagiert auf eine höhere Anzahl von Anfragen. Also Denial of Service. Und wenn so ein Fehler auftritt und ich mir vorstelle, wie bei meinem klassischen Server, müsste ich da hingehen, ihn manuell updaten und das bei 900.000 Geräten, da ist das Wochenende im Eimer. Das heißt, wenn wir solche Geräte planen, dann müssen wir da mit ein bisschen Vorsicht rangehen und anders unsere Systeme designen. Wir müssen schauen, wie gehen wir mit der Bandbreite um. Also irgendwie alle 2 Wochen irgendwie 2,5 GB Update runterziehen, ist vielleicht keine gute Idee. Das geht auch irgendwann auf die Kosten, wenn es über Telefonnetze läuft. Und da kommen dann auch klassisch solche Sachen her. Muss jede einzelne Komponente damit ausgestattet werden und muss sie nach Hause telefonieren? Oder kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich da so ein Geschehen mit mehreren Werbeanzeigen an einer großen Kreuzungsanlage zum Beispiel habe, ob ich da irgendwo einen zentralen Server stehen habe, der unterhält sich lokal mit denen, und der ist der Einzige, der eine Internetverbindung hat und der alles zusammen mit meinem Datacenter dann macht. Auch das sind so Designüberlegungen. Und auch bei den einzelnen Systemen müssen wir dort etwas anders rangehen. Wir möchten, dass die Systeme selber feststellen, wenn etwas nicht funktioniert und sich eventuell auch neu starten. Nennt sich halt Watchdog. Das kann man bei Linux schon lange konfigurieren, die wenigsten tun das. Auch bei Hardware gibt es solche Systeme. Bei der ganz alten Enterprise-Hardware war das so, dass da Software-Treiber im Betriebssystem drin waren. Die mussten sich regelmäßig bei dem Ding melden und wenn sie es nicht getan haben, ist der Server resettet worden. So, solche Dinger sind einfach in kleinen Servern mit vorgesehen, dass wenn sich das System aufhängt, es neu gestartet werden kann. Das erspart einem eventuell schon mal jede Menge Fahrten. Das heißt aber auch, man sollte sich überlegen, was passiert denn, wenn so ein Update schief geht. Bei einigen Geräten ist das ja durchaus heikel, dass man denn da nach der Reset-Prozedur suchen muss und so weiter. Aber das dürfen wir halt in so einer großen Stückzahl nicht machen. Und auch Security fasst sich natürlich ganz anders an, wenn ich auf so einzelnen Geräten unterwegs bin, im Vergleich dazu, wenn ich das in meinem Rechenzentrum stehen habe. In meinem Rechenzentrum habe ich dann irgendwo noch in so einem Büro 2, 3 Leute eingesperrt, die sich um meine Firewalls und die Security kümmern und dann habe ich als Server-Admin damit nichts zu tun. Bei diesen Geräten sieht das anders aus. Da muss ich eventuell auf dem Gerät direkt das blocken, was dort nicht drauf soll, weil halt überhaupt keine Firewall davor sich befindet. Da findet man also auch häufig Geräte, die unterschiedliche Hardware drin haben, wo der kleine Server auf einer Hutschiene sitzt. Der hat auch gleich einen SIM-Slot drin für eine LTE-Karte. Er hat aber dann auch einen WLAN-Anschluss drauf und damit macht er quasi alles an IT-Technik. Und dann muss da auch eine Firewall drauf. Gut. Aus solchen Überlegungen habe ich jetzt geschaut, was müssen wir denn jetzt mit dem Betriebssystem machen? Was bedeutet das denn jetzt für meine praktische Arbeit? Weil das war jetzt erstmal so ein bisschen Warm-up, um kennenzulernen, um was sich das da dreht, was für Probleme wir da haben. Das geht jetzt so in verschiedene Richtungen. Das eine ist, wenn ich so ein Betriebssystem dort installiere, dann möchte ich da so wenig Software wie möglich drauf haben. Das ist das altbekannte Ding. Eine Software, die ich nicht installiert habe, kann auch keine Fehler haben.
Ich kann aber auch überlegen, wenn ich dort Anwendungssoftware drauf habe, die Firma selber entwickelt, weil das halt das Know-how der Firma eigentlich ist, dass ich die separiere. Dann sind wir da bei Containertechnik wie Docker. Dann kann ich dort ganz andere Sachen machen, was die Abhängigkeiten angeht und was die Komponenten angeht, die da drin stecken. Die haben aber alle nichts mit dem Betriebssystem zu tun. Damit habe ich also die Anforderungen der Anwendung von denen des Betriebssystems entkoppelt und kann das auch unterschiedlich betrachten. Und dann stößt man relativ schnell auf solche Konzepte wie dieses Immutable OS. Wenn man das übersetzt, dann wäre es ein unveränderbares OS. Also wo man wirklich sagt, das Betriebssystem als Ganzes, das ist meine Einheit, das ist mein Abbild davon. Das kommt zwar irgendwann mal da aus einem Paket, was Kernel heißt und da aus einem Paket, was Bash heißt. Das interessiert mich da aber nicht mehr, sondern ich betrachte das gesamte Betriebssystem. Und da kommen dann solche Konzepte her, dass man sagt, so ein System kann im Hintergrund seine Updates runterladen. Die packe ich mir schon parallel auf die Festplatte. Dann habe ich dort halt zwei Betriebssystemversionen parallel quasi liegen. Und wenn das soweit alles durch ist und die Validierung der Checksummen alle sauber waren, dann kann ich mein System rebooten und beim Boot wird einfach gesagt, du startest jetzt das andere Betriebssystem, was da auf der Platte liegt. Dann kann ich das hochfahren, habe aber mein altes, was bisher gelaufen hat, immer noch auf der Platte. Und dann werden Selbsttests durchgeführt, funktioniert alles, ist das System sauber hochgekommen, laufen mit der neuen Version des Betriebssystems meine Dienste. Da kann ich auch selber dann Checks entsprechend mit reinbauen. Und wenn das alles durchgeht, sagt er, gut, ich bleibe hier, das passt. Tritt da irgendwo ein Fehler bei auf, weil irgendwas nicht funktioniert, dann sagt er, das kann ich angehen, ich reboote mich mal, guck mal, ob es dann funktioniert. Und dieses Spielchen macht er dreimal. Und wenn nach dem dritten Reboot diese Checks immer noch nicht sauber waren, dann sagt er, okay, das gebe ich jetzt auf, das funktioniert wohl offensichtlich nicht. Und geht auf die letzte Version zurück, wo er weiß, die hat funktioniert. So, und dann kann ich über das Logging, über Fehlermeldungen sagen, hier ist was schiefgelaufen. Da muss jetzt tatsächlich jemand reinschauen, warum ist das so, warum hat das Update nicht geklappt. Aber für den Großteil der Komponenten habe ich einen Haken hinter, sobald das ein sauberes Update ist, was durchgelaufen ist. Und von dieser Art und Weise gibt es verschiedene Betriebssysteme. Ich habe bei mir hauptsächlich die Fedora und Red Hat-Schiene mir angeschaut. Und bin ich das? Was piept denn da? Okay, gut. Von dieser Variante gibt es verschiedene. Bei Fedora ist der Vorteil mit, dass Red Hat da sehr intensiv an diesem Konzept mitentwickelt, weil sie da auch ein eigenes Produkt draus gemacht haben. Aber es gibt auch andere Distributionen, die das gemacht haben. Der Part, den ich jetzt erkläre und zeige, das basiert also alles auf den Red Hat-Technologien und auf dem, was da eingesetzt wird. Aber wie gesagt, man findet das genauso in anderen Distributionen. Und das eine, was da zum Einsatz kommt, das nennt sich OS-Tree. OS-Tree ist ein Repository-Format, wo diese Betriebssystemabbilder abgelegt werden quasi. Und in der Beschreibung sagen die immer, ja, das ist so ein Git für Betriebssysteme. Und wer sich mit Git auskennt, hat damit schon eine ziemlich gute Vorstellung, was das Ding macht. Alle Dateien, die ich normalerweise in meinem Betriebssystem liegen habe, also ein BinLS, ein BinBash und so weiter, die sind dort alle als einzelne Objekte mit drin. Und über alles, was das Betriebssystem ausmacht, alle Dateien, die da drauf liegen, wird ein Commit gebildet, der also sagt, bei mir zu diesem Zeitpunkt gehört da dieses Objekt in der Version und mit der Checksumme dazu. Das heißt, damit habe ich quasi einmal dokumentiert, welchen Stand will ich da haben. Und das hat halt den Vorteil, wenn ich Updates mache, werden ja meistens nicht sämtliche Dateien ausgetauscht und verändern sich, sondern ist nur ein kleiner Teil. Die Dateien, die da schon drin sind, weil sie sich von der einen auf die andere Version nicht geändert haben, die brauche ich nicht ein zweites Mal speichern. Die brauche ich beim Update auch nicht runterladen, weil die Checksumme ist gleich und der Inhalt ist gleich. Und beim OS-Tree ist halt die Besonderheit dabei, zum einen, dass sie sich auch um die Spezialitäten des Linux-Dateisystems mit kümmern. Weil da sind auch solche Sachen wie ein SE-Linux-Kontext zum Beispiel relevant. Da ist aber auch zum Beispiel relevant, dass sie die Datumsinformationen weglassen. Weil ob die Datei jetzt gestern oder heute gebaut wurde, ist mir relativ egal, solange sie binär gleich ist. Dann brauche ich diesen Dateistempel nicht. Ich will nicht bloß, weil da einer einen Touch drauf gemacht hat auf diese Datei, die austauschen müssen. Das ist Blödsinn, brauche ich nicht. Und solche Sachen berücksichtigt das OS-Tree mit. Wie beim Git auch, ist es halt schwierig, diesen Commit nachher zu verwalten, weil das auch wieder so eine lange Zahlenkolonne ist.
Und dementsprechend haben die im OS-Tree gesagt, wir führen solche Refs ein. Das sind quasi Namen für einzelne Commits, mit denen ich das nach außen darstellen kann. Und da habe ich hier mal so ein Beispiel, fedora/38/x86/64/edge. Das ist dann zum Beispiel der Name für die Betriebssystemversion, die ich aus dem Repository ziehen möchte. Und wenn ich jetzt ein System mit OS-Tree aufsetze und sage, das ist mein Repository, wo ich Updates ziehen möchte, dann sage ich ihm einmal, wo findet man diese Updates? Das ist also eine URL zu einem Webserver. Und ich sage ihm, wie heißt denn die Ref, auf die er sich beziehen soll, von denen er Updates ziehen soll. Das heißt, mein Veröffentlichen eines neuen Betriebssystems, einer neuen Version mit den Updates, ist quasi nichts anderes, außer dass ich hinter diesem Namen einen anderen Commit hinterlege. Und damit wissen die Systeme draußen, okay, meine Commit-ID ist 0815, unter demselben Namen habe ich im Repository jetzt 0816, also hat sich was geändert, muss ich ein Update runterladen. Da sind dann noch zusätzliche Sachen mit drin, man kann einen Commit unter mehreren Namen laufen lassen und so weiter. Da geben sich dann auch solche Arbeitsabläufe, wie man das tatsächlich auch vom Git kennt. Dass, wenn man etwas neu baut, wenn ich so ein Update vorbereite, dass ich nicht sofort mit diesem Namen veröffentliche, sondern da gibt es erstmal ein Build/ irgendwas. Und das wird dann durchgetestet. Das kann ich im Labor ausprobieren, kann sicherstellen, dass das fehlerfrei funktioniert, dass die Updates hinhauen. Und erst in dem Moment, wo ich sage, okay, ich habe mein Möglichstes getan, dass das ganze Ding stabil läuft, ändere ich den Namen und veröffentliche das so, dass meine Systeme draußen das sehen können. Gut. Es gibt dann eine Erweiterung dazu, weil erstmal das OS-Tree selber redet da wirklich nur von Dateien im Linux-System. Wo die herkommen, ist dem erstmal wurscht. Mit dem RPM-OS-Tree, das ist dann das nächste Tool mit drin, baue ich jetzt solche Images quasi zusammen. Das RPM-OS-Tree kennt, man könnte es vom Namen vermuten, das RPM-System, das kann mit RPM-Repositories umgehen und kann dementsprechend daraus die Software ziehen und kann sagen, okay, das, was in dem Paket Kernel drin ist, wird da jetzt ins Image mit reingepackt. Das, was bei glibc drin ist, wird mit ins Image reingepackt und so weiter. Das heißt, aus dem, was ich als normale Paketquellen für eine Distribution habe, für mein Fedora oder mein RHEL und so weiter, das kann ich als Quelle dafür verwenden, um die Images zu bauen. Damit brauche ich also nicht, wie einige andere Projekte wie Gentoo oder Yocto oder sowas das machen, komplett aus den Sourcen das alles neu kompilieren. Dann verliere ich nämlich meistens meinen Support darauf. Sondern ich nehme einfach die bestehenden RPMs. An den Dateien ändere ich gar nichts. Das, was RPM OS Tree quasi macht, ist auf der linken Seite sich das Repository nehmen, die RPMs entpacken und entsprechend in das Image reinlegen. Außerdem werden da noch einige Metainformationen übernommen, weil man natürlich nachher auch wissen möchte, mein Kernel ist in Version so und so in der Version drin. Die Metainformationen werden da auch mit übernommen. Aber am Ende von dem Prozess habe ich da draußen also ein komplettes Image, wo sämtliche Dateien für das Betriebssystem drin liegen. Gut. Wenn ich jetzt also da auf dieser Basis der Technologien mir ein eigenes Betriebssystem für den Einsatz erstellen möchte, dann kann ich zum Spielen erstmal eine der bestehenden nehmen. Ich habe hier so ein paar aufgelistet, Fedora IoT zum Beispiel, das ist für so kleine Devices. Das läuft auch auf dem Raspberry Pi zum Beispiel. Das Fedora Silverblue verwendet diese Technologie, das ist allerdings eher auf die Workstations konzentriert. Da habe ich dann halt nicht mehr alle zwei Tage irgendwelche Updates als RPM, sondern habe da regelmäßig, ich weiß nicht, einmal im Monat glaube ich, eine neue Version, die er im Hintergrund runterlädt und ich habe für die Workstation genau dasselbe. Ich muss einmal neu booten, dann habe ich die neue Version und wenn was schief geht, kann ich auf die alte zurückspringen. Irgendwie habe ich gerade Hörstörung. Gut, wenn ich jetzt darüber hinausgehe und sage, ich möchte wirklich die eigene Distribution erstellen, weil ich eigene Software damit reinhaben möchte, weil ich meine eigenen Tools verwenden möchte, dann gibt es ein Tool namens OS-Builder. Der vereinfacht die Erstellung von solchen Images dramatisch. Da wird eine Config-Datei angelegt, das nennen die da Blueprints. Und da sind die minimalsten Metainformationen drin, wie soll mein Betriebssystem heißen, was für eine Versionsnummer hat das und eine kurze Beschreibung. Das wäre mein Minimalansatz, damit könnte ich schon die Variante bauen. Aber dann gibt es entsprechende Module für die Anpassung. Da sind also welche bei, wo ich zusätzliche RPMs spezifizieren kann, die entweder aus der normalen Distribution rauskommen, wenn ich sage, ich möchte auf meinem System hier bitte auch eine Postgres-Datenbank drauf haben. Das können aber genauso gut, wenn ich mein eigenes Software-Repository mit selbstentwickelter Software hinterlege, RPMs aus diesem Repository sein, damit meine selbstentwickelte Anwendung damit draufkommt.
Und dann ist da der Standardkram mit bei. Benutzer anlegen, SSH-Keys hinterlegen, Dienste aktivieren, Firewall-Ports öffnen. So dieser ganze Low-Level-Krams, den ich nachher brauche, um auf die Systeme draufzukommen. Das heißt hier, wenn ich sowas im großen Stil mache und automatisieren möchte, packe ich schon den Public Key rein, den ich später für die Automatisierung brauche. Damit ist dann der Zugriff auf solche Systeme gleich geklärt. Was bei dem OS-Builder hinten rauskommt, sind im Prinzip diese einzelnen Commits für ein OS-Tree. Das kann ich danach in ein Repository rein importieren, kann das einen Namen geben und kann es damit dann für meine Systeme zur Verfügung stellen. Das heißt, da habe ich diese Technologie mit im Einsatz. Ist halt, wie gesagt, ein weiteres Tool, um das Ganze zu vereinfachen. Wichtig bei solchen Projekten, wenn ich das mache, ist natürlich, ich teste das ganze Ding im Labor. Das kann ich nicht draußen im Feld ausprobieren, ob das funktioniert, sondern wenn ich solche Szenarien habe, dann weiß ich meistens über die Jahre, okay, ich habe folgende zwei Hersteller im Boot und diese fünf Modelle insgesamt, weil wir zwischendurch mal aktualisiert haben, aber das war's dann. Und auf den Geräten muss ich das im Labor auf Herz und Nieren testen. Funktionieren die Updates alle, laufen meine Anwendungen und so weiter. Damit ich halt sicherstellen kann, dass das nachher im großen Stil, wenn ich das in der breiten Masse verteile, keine Schwierigkeiten gibt. Nicht zwangsweise. Kommen wir gleich noch zu. Genau. Man muss das nicht zwangsweise auf der Kommandozeile bedienen. Wer unter Fedora und Co. dieses Cockpit kennt, dieses Webinterface, was die gebaut haben für die Administration, da gibt es ein Plugin für den Composer. Und dann kann ich die Sachen auch über das Webinterface zusammenklicken und kann ihm sagen, hier, erstell mal das Image und kann das dann runterladen. Wenn wir uns dann mal anschauen, wenn wir so ein System im Repository bereitgestellt haben, wie wir die Installation machen können, dann gibt es verschiedene Arten von Installer, die wir da zum Einsatz kommen können. Was sie alles gemeinsam haben, logisch, sie packen uns das Betriebssystem auf die Platte vom System. Sie konfigurieren das OS-Tree-Repo, also URL und Name von der Distribution, die ich da haben möchte. Und sie richten das System ein, dass ich eigentlich nur drei Mount Points habe, die schreibfähig sind. Das eine ist etc, das andere ist home und var. Nur da können veränderliche Daten drin liegen. Alles, was außerhalb von dem liegt, ist nach dem nächsten Reboot wieder weg. Ist halt dieser Immutable-Ansatz, dass man sagt, wenn da was verändert wird, böswillig modifiziert wird, überlebt es den Reboot halt nicht. So, und dann habe ich verschiedene Methoden, was ich da machen kann. Ich kann einmal über PXE das Ganze booten, also über Netzwerkboot. Wenn mein Szenario also ist, weil ich massenweise Rechenpower brauche, dass ich herkömmliche Server damit betanke und das in großer Stückzahl in meinem Rechenzentrum, dann wäre sowas mit PXE der richtige Weg. Ich kann aber auch ISO-Images erstellen. Wenn mein Szenario also so aussieht, dass da eine Hardware vor Ort ist und ich sowieso einen Techniker für die Einrichtung der Anlage habe, der bisher halt sowieso das Betriebssystem installiert hat, kann ich ihm sagen, hier, das ist die CD, bitte installiere sie auf dem Gerät. Ich kann aber auch RAW-Images erzeugen. Das sind die Dinger, die ich dann zum Beispiel mit, im simpelsten Fall mit DD oder mit entsprechenden Imagern auf eine SD-Karte schreibe für einen Raspberry Pi oder ähnliches. Die also so wirklich raw auf die Platte kommen, wo wir raus aus dem Bereich der UEFI-Systeme und so weiter sind. Wenn wir also stark in den Embedded-Bereich reingehen und die ganzen Single-Chip-Systeme, da findet man das häufiger. Es gibt aber auch diverse andere Image-Formate, die man damit erzeugen kann. Ich kann da für VMware Festplatten erzeugen, für OpenStack, QCOD 2, Azure, AWS und so weiter. Da gibt es noch diverse andere Output-Formate, die ich da machen kann. Ist also da die Möglichkeit, dann mit diesen Images die Installation durchzuführen. Wenn wir jetzt die Systeme nachher draußen im Einsatz haben und sie bereitgestellt haben, dann geht das mit dem Update-Verlauf los. Wie können wir die sicher administrieren und auf dem aktuellen Stand bringen? Dabei kann das Betriebssystem halt im Hintergrund runtergeladen werden. Es liegt vollständig auf der Festplatte, bevor wir überhaupt mit dem Update anfangen können. Wenn ich da eine schmale Internetverbindung habe, okay, dann wird das vielleicht abgebrochen, dann dauert es länger oder einen Tag später muss er es nochmal versuchen. Aber irgendwann habe ich die Chance, dass er alle notwendigen Dateien für das Update runtergeladen hat und es komplett zur Verfügung steht. Das kann ich aufgrund der Checksummen auch überprüfen. Ich habe da also nicht das Risiko, dass da irgendwie dann doch eine Datei modifiziert ist oder nicht sauber angekommen ist, sondern er überprüft, wenn er sie runterlädt, ob die wirklich sauber sind, ob die zu der Commit-ID passen. Dann wird das Update aktiviert, dass ich ihm also sage, beim nächsten Boot startest du bitte das im Hintergrund befindliche System
Und durch den Neustart wird das quasi einmal geswitcht, dass der Bootloader nicht mehr in die alte Version, sondern in die neue geht. Und dann ist auf den Systemen ein Tool drauf, Greenboot nennt sich das. Das ist im Prinzip eine Sammlung von Shell-Skripten. Die machen diese Überprüfung, ob dort Probleme aufgetreten sind oder nicht. Die kann ich auch durch eigene Shell-Skripte erweitern, sodass ich da eigene Logik mit reinbaue. Und die sind das genau, die das auslösen, ob das System nochmal rebootet wird oder ob ich ein Rollback auf den alten Softwarestand machen muss. Und ja, wenn das durchgelaufen ist, wenn die Updates erfolgreich waren, dann kommt halt irgendwann das nächste Update. Und dann fängt er aber auch an, im Hintergrund aufzuräumen. Er schmeißt dann also die alten Versionen irgendwann raus, um Plattenplatz zu sparen. Per Default sind da nur die letzten zwei drauf. Somit macht er also wieder Platz und ich brauche nicht so eine große Platte dafür einkalkulieren. Diese Prozesse für das Herunterladen und für das Updaten, die kann ich natürlich auch zeitsteuern. Da kann ich sagen, das soll immer am Wochenende passieren, weil mein Einsatzszenario sieht nur werktags vor oder so. Da habe ich dann Einfluss drauf. Für das Greenboot selber, das ist eine Möglichkeit, halt auch auf die eigene Anwendung einzugehen, auf den eigenen Anwendungsfall. Deswegen habe ich das einmal noch hier so ein bisschen ausskizziert, wie das funktioniert. Das sind eigentlich ganz normale Shell-Skripte erstmal. Und die haben eine wichtige Unterscheidung. Hat das Ding einen Exit-Code von 0, dann war das erfolgreich und es geht weiter. Hat es einen Exit-Code von 1, hat irgendwas nicht funktioniert. Was ich in dem Shell-Skript mache, ist ganz egal. Ob das Ding Datenbankverbindungen aufbaut, ob das irgendwie Funktionen checkt, API-Calls macht, ganz egal. Das ist dann meine Freiheit, die ich da reinbauen kann. Und dann werden diese Skripte in verschiedene Verzeichnisse abgelegt. Ich kann also einmal ein Verzeichnis required D verwenden. Die Skripte, die da drinnen liegen und mit einem Fehler aussteigen und sich beenden, führen dazu, dass das System rebootet wird. Das ist also wirklich ein harter Fehler. Bei dem Wanted habe ich so eine Stufe, die werden zwar als fehlerhaft registriert, die Ausgaben werden auch ins Log geschrieben, aber sie führen nicht sofort zu einem Reboot. Da sind wir dann in der Schiene drin, das sind so weichere Sachen, sage ich mal. Man muss nach der Log-Analyse dann sehen, gut, da müssen wir tatsächlich nochmal was machen oder es gab da irgendwo Probleme, aber es wird halt kein Rollback erzwungen. Und dann gibt es noch zwei weitere Einstiegspunkte. Das eine ist der Green, der passiert, wenn halt der Reboot-Vorgang erfolgreich war und sämtliche Checks erfolgreich waren. Dann kann ich da noch was reinsetzen, um drauf zu reagieren. Und in den Bereich Red kommen die Dinger rein, wenn ich ein Rollback machen möchte, damit er also auch eine Möglichkeit hat, bestimmte Konfigurationen wieder zurückzudrehen und so weiter. Wenn ich das Greenboot jetzt verwende, um eigene Software damit auszubringen, dann ist das halt auch so ein bisschen anders, wie ich das im Datacenter gewöhnt bin. Ich denke mal, viele von uns kennen das noch, dass halt die Anwendungsentwickler auch auf Produktionsservern selber ihre Software installieren und durchkonfigurieren und das von Hand betüdeln. Das funktioniert bei solchen Systemen nicht mehr. Damit ich es anständig verwalten kann, müssen solche Sachen als RPM in dem Fall paketiert sein. Ich brauche ein eigenes Repository, wo ich solche Sachen reinspeichere. Und es sollten auch diese Sachen wie zum Beispiel die Systemd-Konfiguration zum Starten von Diensten, die muss damit rein. Oder die Greenboot-Skripte, die also eine Überprüfung machen, ob das Ganze noch funktioniert oder nicht. Auch das muss in die RPMs mit rein, damit wir halt nichts manuell machen. Und dann werden die RPMs in dem eigenen Repo bereitgestellt, werden beim OS-Build mit rein konfiguriert, dass sie mit installiert werden sollen. Und damit habe ich die eigene Software in dem System mit drin. Wenn man da aus Security-Sicht nochmal drauf schaut, auch das ist bei selbst erstellt das Software momentan noch nicht so wirklich Standard, sollte man darauf achten, dass man die RPMs auch wirklich signiert, dass man das Repository signiert. Da sind dann also GPG-Keys hinter, die halt auch im OS-Tree mit angegeben werden, die da mit drinne stecken. Das heißt, er kann beim Erstellen des Images überprüfen, ob die digitale Signatur dieses RPMs stimmt oder ob mir da einer versucht, eine Version zwischenzuschieben, die ich gar nicht haben möchte. Ist ein Sicherheitsfeature, was halt, wie gesagt, schon seit Jahren funktioniert, aber meistens so bei selbstentwickelter Software nicht weit verbreitet ist. Gut, dann ja, hatten wir das vorhin schon kurz mit anklingen lassen, oder da kam auch die Anmerkung mit. Wenn wir sowas jetzt in größer Stückzahl machen, dann haben wir auch das Installationsproblem. Das
funktioniert nicht alles mehr vor Ort. Also ich kenne das bei einigen Firmen, die halt sagen, die Server, die wir verkaufen an den Kunden, die werden erst zu uns geliefert, dann werden sie durchinstalliert und dann werden sie an Kunden geschickt. Das funktioniert bei den Stückzahlen nicht mehr. So viel kriege ich nicht auf dem Schreibtisch. Und dort gibt es dann Standards, die dort erarbeitet wurden, wie so ein Device-Onboarding passieren kann. FIDO ist der Standard, wo das Ganze beschrieben ist. Da gibt es auch eine FIDO-Allianz, wo ziemlich viele große Hersteller mit drin sind, sowohl von der Hardware-Herstellerseite als auch von Software-Entwicklerseite. Und die haben solche Abläufe standardisiert. Da ist, wenn wir auf der x86-Schiene sind, ein UEFI-Boot mit im Spiel und ein TPM, dass man also wirklich einen Secure-Boot machen kann. Und das TPM ist dort eine sehr wichtige Komponente, weil ich dort halt eine digitale Identität in Form eines Private Keys generieren kann, den ich aber nicht auslesen kann, ohne, sage ich mal, Laboreingriffe. Und das ist eine Aufgabe, die der Hersteller mit übernimmt. Wenn er das System produziert und die Chips hergestellt werden und so weiter, wenn das Ganze fertig gemacht wird, dann sind sowieso Anpassungen mit bei. Beispiel, wo sich keiner einen Kopf drum macht, aber was halt lange schon so ist, wir kaufen Netzwerkhardware, die ist da auf dem Chip drauf und jeder hat eine eigene MAC-Adresse. Das ist ein Customizing, was halt im letzten Produktionsschritt gemacht wird. Und so kann das genauso sein mit diesen TPM-Identitäten. Das heißt, wenn ich bei einem Hersteller 1000 Geräte bestellt habe und mit ihm diese ganzen Sachen vereinbart habe, dann initialisiert er den TPM mit einer Identität nur für diese Hardware, generiert einen sogenannten Ownership-Voucher, der dann mit der Bestellung zusammen quasi an den Kunden ausgeliefert wird. Gibt es auch Schnittstellen für elektronische Übermittlung, aber kann man sagen, zum einen gibt es halt die Hardware raus und dann steht auf dem Beiblatt nicht nur drauf, das Ding hat die MAC-Adresse so und so, sondern es gibt elektronisch auch diesen Voucher. Und wenn das Gerät dann vor Ort irgendwo eingebaut wird, hat man entweder durch den Hersteller vielleicht schon das Betriebssystem mit drauf oder der Techniker installiert es selber, aber irgendwann kommt dieses System hoch, muss über DHCP sich eine IP-Adresse beziehen können, damit es Netzwerkkommunikation aufbauen kann und wendet sich dann mit diesem Ownership-Voucher an ein System, was dort im Betriebssystem mit hinterlegt ist und sagt, hallo, hier bin ich, folgende IP-Adresse habe ich, das ist mein Eigentumsnachweis oder das ist mein Identitätsnachweis, was soll ich denn jetzt machen? Und der Kunde, der die Geräte gekauft hat, muss bis dahin also die Liste der Ownership-Vouchers in sein Management-System importiert haben. Und daraufhin kann er dann sagen, okay, wir wissen ja, was wir mit dir vorhaben, wir haben dich da und dahin liefern lassen, also kriegst du jetzt folgende Konfiguration von mir. Und diese Konfiguration erfolgt über solche Mechanismen wie zum Beispiel Ignition-Dateien. Das ist so ein Format, wo Anpassungen im Betriebssystem mit rein konfiguriert werden können. Oder aus anderen Distributionen, CloudInit wird da viel verwendet, ist ein ähnliches Konzept. Da kann ich auch so Kleinkram machen wie Benutzer einrichten, Dateien hinterlegen und so weiter. Das heißt, mit sowas kann ich die Config-Dateien auch für eine Erstprovisionierung übergeben. Da können also auch die Private Keys zum Beispiel für ein Webserver-Zertifikat mit drin stecken, da können die Zugangsdaten für eine API in meinem Rechenzentrum drin stecken und so weiter. Und dadurch, dass diese gesamte Kommunikation komplett über verschlüsselte Kanäle läuft, brauche ich das Gerät gar nicht erst in den Finger bekommen, sondern das passiert einfach beim ersten Booten. Hab natürlich die Einschränkung, das Ding muss ins Internet können. Das muss initial ohne VPN-Tunnel und so weiter erstmal mit mir Verbindung aufnehmen können, damit dieser initiale Handshake passiert und er sagen kann, hier bin ich, gib mir die Config. Und ab dem Moment, wenn das abgeschlossen ist, kann ich dann fortfahren und kann das System auf klassischem Wege weiter konfigurieren. Kann per SSH draufgehen oder in der Automatisierung dort die notwendigen Anpassungen machen, die ich noch haben möchte. Aber mit diesem Standard ist es halt möglich, in großer Stückzahl solche Sachen zu produzieren. Man sagt dem Hersteller gleich, komm, schick die Dinger nicht zu mir, sondern die ersten 10 hätte ich gerne dahin und die anderen dahin. Die werden also direkt an den Standort meistens geliefert, wo sie verbaut werden. Und dementsprechend muss der Techniker vor Ort, der muss keine Zugangsdaten dafür haben, der ist nicht irgendwie im Besitz von irgendwelchen Installationsmedien, die wir da brauchen, wenn das Betriebssystem drauf ist. Ich brauche ihm also nichts an Geheimnisse anvertrauen, wo ich eigentlich später sagen möchte, die soll keiner erfahren. Das kriegt er gar nicht zu wissen, der weiß gar nicht, was er da einbaut. Dieses ganze System ist jetzt nur einmal sehr grob umrissen. In der Red Hat-Dokumentation gibt es ein eigenes Dokument dafür, wenn man bei der Red Hat Enterprise Linux Doku reinschaut,
was sich mit diesem ganzen Thema beschäftigt, wo also drin ist, wie erstellt man solche Cloud-Images, da ist das mit dem OS-Tree genauer drin, aber da gibt es auch ein Kapitel nur über dieses Device-Onboarding. Und Red Hat und auch Fedora bringen auch die gesamten Serverdienste mit, die man dafür braucht. Die sind im Support auch mit drin. Das heißt, diese Server-Komponenten, die ich fürs Onboarding brauche, wo sich das Gerät anmeldet und sagt, da ist mein Voucher, hier bin ich, gib mir die Config, die kann ich dort entsprechend auch schon mit aufsetzen und in Betrieb nehmen. Gut. Gibt es dabei auch Szenarien, dass das Team mal ein Werksreset machen muss, um sich dann komplett wieder neu einzurichten? Die Frage war, ob es auch Möglichkeiten für Werksreset gibt, dass man nach so einer Installation das komplett zurücksetzen kann. Müsstest du tatsächlich in die Doku mal reinschauen. Also den letzten Abschnitt, den habe ich jetzt bewusst kurz gemacht, weil das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das ist mir noch eine Nummer zu groß. Außerdem habe ich keine Hardware zu Hause mit akzeptablem Preis und TPM2-Chips. Aber in der Doku wird es entsprechend drin sein, ob es das funktioniert oder nicht. Nee, aber deswegen sage ich, das wird wahrscheinlich eine serverseitige Sache sein, weil dieser Onboarding-Server muss halt eine zweite Anmeldung akzeptieren. Im besten Fall ist es nur Einstellungssache, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich in der Doku nachzulesen, wie das genau funktioniert. Gut, dann habe ich noch einmal so ein kleines bisschen in dem Bereich Demo. Ich habe versucht, das hier mit unterzubringen, aber die Abläufe dafür, die dauern einfach zu lange. Ich habe sie nicht in die Demo mit reingekriegt. Aber wir haben hier unten im Erdgeschoss, da in der Sonnenseite Richtung Raucherabteil, einen Stand, wo wir das Ganze einmal zeigen. Wir haben dafür so einen kleinen Testaufbau mit, wo ich einen Azubi mit begeistern konnte, heute teilzunehmen. Die haben bei uns diese Mikrocontroller mit dem ESP8266 programmiert. Ist so ein klassisches IoT-Gerät, da hängt ein Temperatursensor dran und eine LED. Die LED simuliert dann die Klimaanlage oder den Ventilator oder was auch immer. Dann haben wir dort auf Raspberry Pi Basis diesen Edge-Server mit genau so einem mit OS-Tree gebauten Betriebssystem drauf. Da läuft ein MQTT-Broker, der halt die Informationen von den IoT-Geräten einfängt. Und da läuft auch die Anwendung drauf, die das dann auswertet und sagt, wenn ein bestimmter Grenzwert überschritten ist, dann gibt es den Befehl zurück an das IoT-Gerät, mach mal die LED an, also schalt mal einen Ventilator ein oder aus. Und ich habe einmal das Bildsystem mit, dass wir auch da mal reinschauen könnten in so eine kleine Demo, wo in der Version 1.0.0 quasi das Ganze einmal blank erzeugt wird. Dann mache ich ein Update auf 1.1.0. Da ist dann zufälligerweise ein Green Boot drin, was ein Exit 1 macht. Der wird also stabil in einen Restore reingehen, weil er keine andere Chance hat. Und meine simulierte Version 1.2.0, die wird dann das Problem beheben und lässt sich dann komplett updaten. Und wenn ihr an den Technologien Interesse habt, schaut einfach bei uns mal vorbei. Wir sind heute als auch morgen da unten. Da könnt ihr mich dann noch so ein bisschen weiter dazu löchern. Gut. Das, was ich jetzt erzählt habe und das, was ich getestet hatte, war halt alles auf Open Source Software, alles auf Fedora und Community Projekten basierend. Aber wir haben das bei Red Hat auch im kompletten Stack full supported. Alles, was ich heute erzählt habe, kann man also dort auch mit den Hersteller-Subscriptions kriegen, wo Red Hat den Support für die Tools macht, für das Betriebssystem, was daraus kommt. Wenn ich sowas mit RHEL mache, dann ist da nachher ein ganz normales RHEL drauf, was halt auf OS-Tree-Technologie installiert ist. Und für alle Probleme damit habe ich den Red Hat Support in der Hinterhand. Wenn das also für die Firma relevant ist, dass das unbedingt mit Hersteller-Support sein soll, können wir das damit sowas genauso abbilden. Wenn ihr in die Richtung Fragen habt, wir sind halt zufällig Red Hat-Partner, erklärt dann auch, warum ich die Variante genommen habe und nicht auf die Debian-Kollegen eingegangen bin. Sprecht uns da gerne an. Aber, damit ihr da auch was von habt, mach aus dem RPM-OS-Tree ein DEP-OS-Tree und dann hast du genau dasselbe Thema auch für die Debian-Schiene. Da wird es unter Garantie auch Betriebssysteme geben, die das mit einsetzen. Gut, ja, jetzt habe ich noch 5,5 Minuten für Fragen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe.
ist der nur für den Root-User zugänglich per se oder wenn es jetzt ein Multi-User-System wäre, was für Edge-System eher selten der Fall ist? Ja, also TPM bietet da Flexibilität. Das kann so oder so sein. Da können verschiedene Arten von Identitäten drinnen gespeichert werden. Wer jetzt diesen FIDO-Standard schon kompliziert fand, sollte sich mit den TPM-Geschichten gar nicht erst befassen. Das ist noch ein bisschen knotiger. Aber die Dinger sollten so abgesichert sein, dass ich sie gar nicht auslesen kann. Ich kann sie also anwenden. Das heißt, wenn der jetzt mit der Identität zum Beispiel einen Session-Key aufbauen soll für eine verschlüsselte Verbindung, dann muss er halt einmal das, was er von der Gegenstelle bekommen hat, ans TPM geben. Der macht sein Voodoo damit, liefert den signierten Anteil zurück und damit kann ich weitermachen. Der übernimmt dann also einen Teil der Krypto-Operation. Also, das ist klar. Also ich denke halt, in meiner Anwendung, Systeme, die ich provisioniere über andere Wege, das sind halt Multi-User-Systeme, wo Leute Shell-Logins haben und da muss ich halt gucken, ich will sicherstellen, dass ich jetzt mit Root auf der Kiste rede und nicht mit einem User auf der Kiste. Dann ist die Kiste allein nicht das, was reicht. Das ist jetzt bei diesen Nee, also das ist ein anderer Anwendungsfall, aber genau das sind diese unterschiedlichen Arten von Credentials, die man da hinterlegen kann. Also das, ich weiß nicht genau, wie Sie es jetzt unter Linux implementiert haben, dass Sie es da unterscheiden, aber ich würde davon ausgehen, dass es dort auch erstmal primär für den Root-User oder entsprechende Dienste zugelassen ist, die da halt über Gruppenmechanismen oder sowas berechtigt sind. Ja. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, würde ich sagen, denn, vielen Dank und Frank hat ja schon gesagt, dass er heute noch unten ansprechbar ist. Ne? Genau, nach dem ersten Kaffee. Applaus. Gut, ja, dann.